Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind gerade dabei, den äußeren Ring vom Burg, vom ehemaligen alten Lager, zu säubern. Und das klappt sehr gut, da wir eine sehr mächtige Waffe unser eigen nennen dürfen, nämlich diese wunderschöne Klinge, die Klaue Belias. Ja, die Klaue Belias, es ist ein Artefakt von ihm. Und sie ist sehr mächtig. Was auch die Orks hier zu spüren bekommen. Was ja überhaupt nicht verkehrt ist. Komm, zück deine Waffe. Mit ein bisschen Glück schaffen wir dich, bevor der Wag uns angeht. Aber so natürlich wird das nichts, ne? Komm, Blitz. Und nochmal Blitz. Komm, Blitz, Blitz. Mach Blitz. Komm, 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 komm. Schnell. Jawohl. Und jetzt. Au. Der Wagen muss weg, ganz schnell. Komm, Blitz, Blitz. Ruck, ruck, ruck. Jawohl. Schnell ein bisschen auf die Seite laufen. Am besten hinterm Baum verstecken. So vielleicht. Und jetzt ganz schnell was trinken. Da gönne ich mir glatt ein paar 70er Tränke. Ah, das ist die Wurst. Können wir die 50er auch wegsaufen. Sehr fein, ihr habt's gesehen, ne? Unsere Klaue ist einfach mega stark. Und wenn man bedenkt, wie uns früher die Wags verjausnet haben, ne? Kein Vergleich zu jetzt. Komm her, du... Boah, ich hänge. Ich lecke. Ich stecke fest. Alter, was war denn das gerade? Komm her, du Trottel. Hau, ruck. Bam, bam. Natürlich könnt ihr auch blocken. Jawohl. Und Batsch, kaputt. Sehr gut. Da ist nichts zu tun. Für all jene, die neu zu uns dazugestoßen sind und sich wundern, warum ich Vollidiot hier den äußeren Ring hier säubere, das dient alles für, zu und ja, wegen den Drachen. Sprich eine Vorbereitung. Denn wir brauchen Erfahrungspunkte. Viele, viele. Viele Erfahrungspunkte, viele Stufen aufgestiegen. Wag, spinnst du? Hallo? Entschuldigung. Da musste ich kurz husten. Alter, da kommt eine ganze Armee. Jetzt muss ich mal kurz husten und dann kommt ein Schippel-Ork daher. Alter. Ja, der muss weg. Alter. Das ist jetzt natürlich ganz besonders beschissen, ne? Haha. Ja. Das ging mal ganz und gar nicht gut, ne? Aber jetzt geht mich natürlich, jetzt geht mir alles an, ne? Vor allem dieser Drecksköter, dieser Ländige. Ich muss da ein bisschen weiter weglaufen. Du blöde Töle, du Ländige. Geh sterben. Bin flotter, wenn's geht. Kackwag, echt. Mistviecher, Ländiges. So. Ja. Das ist der große Name. Du Mistvieh, du Elendiges. Ja, ja. Gibt's hier ein Bett? Nein, das Zelt ist überhaupt nicht betretbar. Na, gute Nacht, ne? Ich will da die Vorräte nicht verbrauchen. Naja, wobei... Unsere Pilze können wir so mal verbrauchen anfangen. Mit denen können wir sonst nichts anstellen, außer sie zu verjausen. Und ihr seht ja, wie wenig die mittlerweile heilen. Im Vergleich zum Beginn unserer... Reise, sag ich mal, wo 15 Punkte, die dieser Pilz, die dieser Butler, dieses Butlerfleisch hier gibt, wirklich, wirklich viel waren. Naja. So. Und dann circa 20, naja, so machen wir mal 10 oder so, bis wir voll sind. Schauen wir mal. Die Dunkelpilze haben nämlich den kleinen, aber feinen Vorteil, dass sie uns Mana Plus geben. Aber ich kann nicht genau sagen, wie viel Pilze man futtern müsste, um dann das zu bekommen. Wahrscheinlich so um die 50 oder 100, schätze ich mal. So. Passt. Und das tun wir auch. Immer will ich ganz unten speichern. Nein, wir sind da oben. Passt. Uah. Alter. Was ist das? Ist das die Klaue? Tatsächlich. Ich glaube schon, oder? Die spinnt ein bisschen rum. Nein, naja, sie dürstet halt nach Orkblut. Ich verstehe sie. Da hinten ist ein... Was bist denn... Was setzen wir? Zwei. Oder gar drei? Zwei.
Er muss zuerst weg. Der Elite trotten. Und schön blocken. Und schön blocken. Quatsch. Na, es soll schlagen. Alter, das wird nichts mehr. Ja, ja, das war wieder typisch, ne? Jetzt hat er geblockt, obwohl ich geschlagen habe. Ja, ja, muss ich besser aufpassen. Und dann nimmt er wieder einen Zauber statt das andere, was ich haben will. Ist wieder klar. Jo. Man hat hier halt leider Gottes auch keine guten Versteckmöglichkeiten mehr, ne? Ich muss mal schauen, ob es hier irgendwo eine Möglichkeit gibt, wo man sich gut verstecken kann. Sind die runtergefallen? Das wäre perfekt. Können die hochklettern? Nein, die stecken da hinten fest. Noch besser. Wo seid ihr, Deppen? Hallo? Zu blöd für alles, oder was? Ja. Treffe ich so? Vielleicht, wenn ich einen, wow, einen Schritt zurückgehe? Jawohl, genau das wollte ich haben. Ist nicht fair, ich weiß, aber zwecksmäßig. Nicht fair, aber zwecksmäßig. Hehe. Trottel. Ja, manchmal muss man die Trottel ausspielen. So, das speichern wir gleich mal. Ich will immer runter. Nein, ich bin heute oben. Das merke ich mir heute sicher niemals. Alter. Boah, da sind drei Wags. Das ist aber auch nicht schön. Ja, freilich kommen alle drei. Bäh. Bäh. Glitscht er sich da zufällig auch hin? Ja. Komm, Blitzbläuing. Komm, Blitzbläuing. Achtung, da kommt einer. Da kommen sie alle. Jawohl. Und zack, nochmal, jawohl. Das Plätzchen da gefällt mir sehr gut. Alter, komm her, du Sauviech. Trottelviech. Komm, Blitz, Blitz. Jawohl, und nochmal. Komm, einmal geht's noch, Blitzplatz. Bloink. Ach, und schier ausschauen tun die Viecher, ne? Jawohl. Ist da nicht eigentlich noch einer? Horuk? Drei waren es jetzt nicht, oder? Eins? Nicht so. Nein, das ist ein Krieger. Weil nicht, dass mich dieses Saufich dann von hinten anfällt. Zur Sicherheit werde ich was trinken. Da fällt mir auch gerade ein, ich Trottel habe wieder mal vergessen, die Uhr zu stellen. Ja, ich bin ein Genie, aber ich schätze mal, wir wären so, ja, schon um die 5 Minuten sicher schon da herumschustern. Halt, das wollte ich nicht so. Bill können wir noch, ja. Also wir haben jetzt einen Warg haben wir jetzt gelootet. So, ich weiß, Pilze und so. Ist halt leider ein Pflaster. Also, oder besser gesagt, ein Laster, das wir gerade tragen müssen. Wie gesagt, diese Vorräte, wir brauchen das ganze Zeug weg nicht. Und verkaufen, ja. Ich meine, wir haben bald 10.000 Goldmünzen. Alter, als ich damals zum ersten Mal nach des Rahmen gespielt habe, hatte ich nie so viel Geld. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall, glaube ich, nichts richtig. Probieren wir es einfach mal. Da ist nichts zu holen. Da ist jetzt ein Wag. Jetzt wollen wir Pech haben. Nichts zu plündern. Können wir da gar nicht looten. Da oben ist einer. Da unten müssten zwei sein. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Sind dann vielleicht doch nur zwei verstorben. Nichts zu plündern. Nichts zu da holen. Ist nichts nicht zu holen. Ja, plündern. Sind nur zwei gestorben. Das heißt, einer lebt. Wo hat sich dieses Mistviech hingeglitscht? Da rein wahrscheinlich. Trottelviech? Hallo? Oder auch nicht.
Ja, klar, du kommst da nicht rauf, oder was? Dein Ernst? Ja, geht nicht. Ist ja logisch. Hier vielleicht? Auch nicht. Ja. Vollkommen logisch! Alter, da ist ein Schaf. Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Yeah. Alter, da ist ein finsteres Loch. Aber sein tut hier nichts, ne? Außer ein Schaf. Was tut ein Schaf hier? Jo. Scheinbar war das ein tierliebender Ork. Boah, Alter. Jetzt habe ich mit dem Wag gerechnet, aber nicht mit einem Ork. Nein. Ich will da hoch. Danke. Ja, der eine Wag ist weg. War. Boah, Alter. Ja, ich bring mich noch selber um. Ja, ihr habt vollkommen recht. Ich bring mich gleich selber um. Aus Versehen. Ja. Kann passieren. Aber warte, war hier nicht irgendwo was mit einer Armbrust und so? Ich glaube, da bin ich auf der falschen Seite. Ist ja wurscht, wir umrunden eh alles. Also von dem her. Boah, ein Bett wäre jetzt auch fein. Jetzt wird es nämlich wieder dunkel. Was mir gar nicht so gut gefällt. Aber hier, aha, der Wag steht da drüben wieder. Ah, der ist gar nicht mitgekommen. Okay, kapier, meine Güte. Da oben, speichern. Mädel, merkt ihr das mal? Nee, nee. Komm her, du Saufig. Ja, komm, komm. Und jetzt gibt's auf die Mütze. Jawohl. Und zack, brack. Jawohl. Sehr schön. Ich habe immer noch keinen Plan, was sie mit den ganzen Erfahrungspunkten machen sollen. Ja. Da bin ich immer noch rat- und planlos. So, jetzt habe ich es geschafft. Zum ersten Mal nicht mich zu verdrücken. Elite-Fuzzi. Alter, da kommen sie gleich alle, ne? Puh, da kann man schon anlaufen. Lauf, lauf, lauf. Kratzen muss ich mich dabei auch noch flatter Elend. Bei dem Elend. Oh, guck. So, sehr gut. Jetzt, der erste hat schon mal funktioniert. Der zweite auch nicht mal so schlecht. Ich liebe dieses Eck hier. Jawohl. Der ist erledigt. Und der Krieger hat es scheinbar auch nicht überstanden. Schön. Oder? Oh doch, da ist er. Alter. Bin zurück. So, jetzt aber. Gleich gibt's Katschanga. Jawoll. Und Brutzel. Tschüssi. Trottel. Ta. So muss das ausschauen. So macht das Spaß. Ich weiß, das ist nicht die feine ritterliche Art, aber... Scheiß drauf, uns geht's um die Erfahrungspunkte. Wenn ich da auf ehrliche Art und Weise das Ganze sammle, ey, da wären wir schwarz. Da wären wir vorher schwarz und dunkel und dann sehen wir nichts mehr. Da fangen wir vorher schimmeln an, das will ich nicht haben, sowas. Da ist mir lieber, wir machen das so zügig wie möglich, holen uns die ganzen Erfahrungspunkte und investieren sie dann für unsere Skill-Punkte, also für unseren Skill. So. Was haben wir hier? Ein Wargfell. Was haben wir da? Noch ein Wargfell. Okay, das war's aber auch schon. Ich würde ein Bett begrüßen. Da kommen sie, da kommen sie. Schön runterfallen. Oh, oh, Problem. Nein, was machst du da? Warum leckt er? Mann, hör auf damit. Sag bloß, ich muss jetzt wieder neu laden. Fängst du dich wieder? Komm, fang dich wieder. Fang dich wieder. Fang dich wieder. Mach. Ach komm. Es ist halt manchmal echt, ne? Wow.
Alter Scheiße, das lief nicht gut. Ja, weil es halt geleckt hat wie Sau, ne? Muss das denn sein? Echt wirklich. Was ist jetzt? Na toll, was hast denn jetzt für Probleme? Ich hoffe für dich, dass noch alles läuft, weil sonst kriege ich einen Schirchen. So, toll, echt. Lief super. Das war super, war das super. Alter, ich hab so Schiss. Ich hab so Schiss, ehrlich war, dass wir es nicht bis zum... Alter, bis zum Ende schaffen. Ohne dass die Mod sagt, so, ich hab keinen Bock mehr. Weil dann ist das LP vorbei. Da kann man dann wahrscheinlich nichts mehr machen. Wahrscheinlich glitsche ich hier alles so voll. Ja, da ist ein Elite dabei. Mindestens einer. Au! Ja, freilich. Ja, ja. Natürlich ist so. Alter, Moment, Moment. Ich muss mir das jetzt anschauen. Das gibt's ja nicht. Was zum Teufel? Jetzt fängt da alles Spinnen an, ne? Oder wie? Ich mach mal kurz einen Aufnahmestopp, glaube ich. Nein, gerade nicht. Verdammt. Das ist echt ärgerlich. Denn der Elite muss halt als erste sterben, das ist halt leider so. Probieren wir es hier mal. Ja, wach! Ja, nee, das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Entweder nehme ich da Magie zu Hilfe, was ich auch nicht unbedingt möchte. Das ist halt auch echt beschissen, weil dann alle kommen, ne? Irgendwie besser schützen können wir uns nicht, ne? Haben wir nichts Besseres, denke ich, amulettmäßig. Ich probiere das hier, Schutz vor Waffen 10. Vielleicht spürt man da ja was, einen Unterschied oder so. Ein paar Schwämmerle noch. Alter, ich hoffe, die Aufnahme hat es jetzt nicht zerstört. Yeah, 5 Mana dazu. Passt. Das ist halt eine harte Partie. So. Komm her, du Arschkopf. Drecksbagage. Da hinten habe ich scheinbar genug geglitscht, da sollte ich mich vielleicht fernhalten. Ja, das wird halt nicht besser, ne? Es bleibt. Ich könnte die allerdings. Das werde ich machen. Ich werde sie dorthin locken zu unserem Standart-Org schlechter Platz. So, lauf, 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 lauf. Lauf, auf, lauf. Kommen die noch? Hallo? Wo sind die jetzt hin? Hallo? Die sind umgedreht. Idioten. Mann, ey. Orks, ne? Orks und ihre Schrumpelgehirne. So, jetzt vielleicht. Nervig. Ja, sie kommen. Man hört sie immer noch. Passt, hier sind wir sicher. Alter, oder auch nicht. Genau. Hör auf zum Schreien.
Alter Schwede. So, jetzt müsste es passen. Arschkopf. Halt, die, die, die. So, ist gut. Bei der Gelegenheit gehen wir gleich mal pennen. Und da muss ich sowieso mal auf die Uhr glübschen. Wie spät es dann schon wieder sein tut. Yeah, yeah. Ich denke aber, wir werden Einhand lernen. Also so ein Zehner, denke ich, werde ich mal hergeben für sowas. Und dieser Parsival, der ist halt nicht da, ne? Der ist irgendwie... Futsch. Futsch. Irgendwie futsch. Wird sich das jemals ändern? Ich habe auch vergessen, wo der Kerl ist. Ist er nicht immer hier irgendwo gepennt oder so? Ich gehe mal schlafen. Gute Nacht. So. Und wieder auf die Federn. Ja. Oh. Irgendwie erwischt man den Kerl nie, ne? Und weiter geht's mit der Org-Schlechterei. Jo, jo. Grüß euch. Servus. Habe die Ehre. Jo, ihr mich auch. Ah, warte, Einhand. Wer konnte das schnell? Stärke, Einhand. Ich glaube, das konnte er uns trainieren, ne? Mist. Das ist ja gerade gar nicht fein, weil der Kerl da, ne, mit seinem Geldbeutel und so, der hat den Dachschaden. Sollen wir den echt auf die armen Typis da drüben hetzen? Ich will nicht. Konnte nicht. Was konntest du eigentlich? Ich glaube, du warst mit Stärke und Geschicklichkeit, ne? Zeig mir ein guter Kämpfer. Bla bla. Verdammt. Ich habe so einiges gehört. Und von dir konnte ich nichts lernen. Und der hatte nur Waffen zum Verkaufen. Von mir erfährt keiner was. Und der hatte, glaube ich, auch nur Waffen, ne? Das war wirklich der Google-Hupf. Scheiße. Pech. Das ist Pech. Ui, langsam. Das ist einfach Pech. Moment, ich muss mal kurz glübschen. Jo, der Part wird auch bald vorbei sein, wollte ich sagen. So. Dann würde ich vorschlagen, damit wir nicht zu weit zum Hatschen haben und heute trotzdem noch ein, zwei Orks klatschen können, nehmen wir mal die Seite hier. Jetzt bleiben die doch ernsthaft stecken. Batsch, 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 batsch. Wow. Batsch, batsch, batsch. Jawohl. Und du auch. Na. Hallo? Hallo? Idiot? Alter, wenn der mir jetzt angeht, bin ich Hackfleisch. Ich erwisch den gerade nicht. Jetzt aber. Uah. 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 Hilfe! Mami! So. Jetzt aber, du Saufi. Ja, weg mit dir. Und tschüss. Geht ja. Alter Schwede. So, ja. Her damit. Dann werden wir wohl von den Drachenjägern lernen müssen, wie das mit Einhand gehen tut. Wenn die da streiken tun. Oh, Snappies. Snappies sind wieder gespawnt. Da ist ein Schami, ne? Und ein Kriegerdepp. Wow. Jo. Ich stelle mich mal hier hin. In der Hoffnung, dass der jetzt schnell genug stirbt. Jawohl. Dass wir noch Platz für einen Schamanen haben. Trottel. Hallo. Wow. Hilfe. Idiot. Naja. Komm, zück deine Waffe. Bam, batsch, 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 batsch. Und sterb du. Mach, komm. Und, jawohl. Nein. Was hast du jetzt? Alter, heute spinnt's rum, ne?
Hallo? Hallo? Ich freue mich schon auf Gothic 3. Da ist das sowas auf dem Tagesprogramm, ne? Allerdings werde ich höchstwahrscheinlich nicht das Original spielen, weil ich habe eine überarbeitete Version gefunden. Die war im Sonderangebot. Und die soll wohl spielinhaltlich fast gleich sein. Allerdings etwas kürzer, angeblich, vom Gebiet her. Ich hab's mir noch nicht angeschaut, keine Ahnung. Bitte hör auf zu lecken. Bitte. Bitte. Jedenfalls möchte ich das gerne probieren, weil die überarbeitete Version ist für Windows 7. Das heißt, ich müsste mir theoretisch eine Mod sparen, die es mir ermöglichen täte tut, dass es auf Windows 7 läuft täte tut. Ja, was haben wir da? Ja, vielleicht das? Farbschema, okay. Alter, jetzt geht's wieder um, ne? Ja gut, wir beenden den Part. Das ist ja katastrophal. Ja, du sagst es. Wahrscheinlich haut mich gleich der Ork um. Mich würde es ja gar nicht wundern. Schaffst du jetzt irgendwas noch, oder? Naja, dann würde ich sagen, beenden wir mal den Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Da kommt der Ork, der haut mich gleich weg. Ja. Oder ich muss ihn weghauen. Ich verabschiede mich gleich ein bisschen später. Wartet. Alter, ist das wieder schlecht. Ich meine, es ist gut, dass es diese Mod-Macher gibt, ne? Nicht falsch verstehen, aber das ist halt echt kacke. Schlagen. Du, den verhauen Ork. Gott. Alter, das ist echt übel. Ich glaube, ich mache das alles nochmal neu. Jetzt bringen um wenigstens. Dann, vielleicht geht's dann, ne? Alter. Ich lasse das jetzt mal so, ne? Ich lasse euch das mit mir mitleiden. Schauen wir, ob wir gewinnen oder der Ork gewinnt. Und wenn es jetzt auf eine halbe Stunde hochgeht, ist mir das wurscht. Ihr werdet euch schön an diesen Anblick gewöhnen anfangen. Denn wie gesagt, Gothic 3 so oder so ist voll mit Bugs aller möglichen Art und Weisen. Und ihr werdet euch da schön dran gewöhnen, dass das so ausschauen wird. Mach Blitzblowing, damit wir da endlich Schluss machen können für heute. Hallo? Damit ich das neue laden kann. Es ist echt eine Katastrophe, ne? So zicken. Ach, das hat ja echt keinen Sinn. Fein, dann beenden wir den Part hier. Ich werde das Ganze nochmal neu laden. Und dann werden wir morgen die drei Orks da versuchen mitzuhauen. Schönes Gebiss hast du da. Oder? Stirbt er noch? Komm. Stirb. Stirb. Bitte. Alter! Stirb bitte. Ja. Wenigstens was. So. Ich bin mir echt nicht sicher, ob die Klaue Belias diese ganzen Bugs hier verursacht. Mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern. Aber es ist halt ein Schmarrn, ne? Dass man... weiß nicht, ob man die Rechte nicht dazu kriegt oder wie auch immer, dass man das Spiel nicht so überarbeiten kann, wie es sich gehört. Dann würden die ganzen Mods und so nicht gebraucht werden. Also nicht alle Mods, aber halt, dass das Spiel funktionieren würde auf den neuesten PCs. Das wäre halt fein. Ja, wir haben ihn umgenietet. Wie gesagt, wir beenden den Part für heute. Ihr Lieben,
Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!